Hallo und herzlich Hallo. willkommen zu einer kleinen LS19 Talkrunde. Ich weiß nicht so einen richtigen, wir müssen uns natürlich noch einen richtig geilen Namen dafür ausdenken, weil so LS19 irgendwie so Bam in your face, mother Talk. fucking talk. Irgend sowas in der Ja, Richtung. mit fest und flauschig. Ich habe das nicht geschützt. Ist das, ja, das ist eine gute Frage. Ist das namensrechtlich geschützt? Darf man eigentlich nicht, oder? Wenn Nee, ich glaube nicht. Wörter, die normal so wörterbuchmäßig, darf man, glaube ich, nicht schützen. Geht nicht. Wie dem auch sei, es ist ein kleiner Videocast, Podcast, just chatting, whatever, zum Thema Landwirtschaftssimulator, weil das eigentlich die einzige Sache ist, mit der wir uns halbwegs auskennen, ne? Wo wir halbwegs bei einem gescheit dumm latschen können. Also dumm latschen kann ich überall zu, aber richtig. Ja, und wir uns einfach mal eigentlich die Idee dazu schon relativ lang hatten. Ich glaube, das erste Mal in unserem 24-Stunden-Livestream hatten wir das, glaube ich, das erste Mal so Ja, ins auf Auge jeden gefasst, das Fall. zu machen, Auf jeden Fall. was ja jetzt auch schon anderthalb Jahre her Ja. ist, ne? Ja, Das ist verrückt. locker, stimmt. Das ist gut. Und jetzt in der Zeit, wo wir alle viel Zeit haben, theoretisch haben wir uns gedacht, da fassen wir das jetzt einfach mal ins Auge und machen das Laufen mal. einfach mal los. Genau. Genau. Die erste Folge soll jetzt einfach mal allgemein so ein bisschen über den Landwirtschaftssimulator gehen. Warum, wieso, weshalb wir das spielen, warum wir das so toll finden, warum wir da jetzt schon alle so über, keine Ahnung, 300 Stunden Halt, in stopp. das. Wer hat gesagt, dass wir das toll finden? Wir machen das alles nur wegen Fame und Geld Ja. und Bitches. Sowieso. Genau, weil Anlass So dafür wie war Bitches, dann bin ich raus. Damit Kann ich nicht umgehen. vor ein paar Wochen haben wir ja richtig übelsten Fame abgekriegt, weil im Braunschweiger Anzeiger, warst du richtig? Braunschweiger Anzeiger? Ja, und in der wie heißt das? Wie heißt denn das, wo VW ist? Volksanzeiger? Wolfsburger Zeitung war es auch. Ach, das Nur, die wurde gehören mir ja gar zusammen. nicht. Aha. Ein Artikel zum Landwirtschaftssimulator erschienen ist, in dem unsere Expertise abgegriffen wurde, sagen wir es mal so. Ja, wo es einfach darum ging, wo wir gefragt wurden, warum wir denn Landwirtschaftssimulator so toll finden, warum wir das so viel spielen, warum wir Landwirtschaftssimulator streamen und so. Genau so ist Und es. ja, ich da mal ein bisschen stellvertretend für uns. Ja, so ein bisschen geantwortet habe. Natürlich, also steht jetzt großteils immer mein Name drin, aber es geht natürlich um uns alle. Ich denke, ich habe da im Namen von uns allen gesprochen. Richtig. Den Artikel werden wir nochmal verlinken, auch wenn das ist zwar war ein Bezahlartikel, ne? Ja. Aber wer das möchte, kann Ist sich das den. irgendwann mal kostenlos? Nee, ne? Das Das ist eine gute Frage. weiß ich nicht. Wie gesagt, können wir dann mal noch alles in die Beschreibungen reinhauen. Ich werde auf jeden Fall mal, was ich reinhaue, mal den Artikel, also den ich verfasst, wir verfasst hatten, das Dokument. Das können wir ja, glaube ich, einfach so zur Verfügung stellen, wer das interessiert, das Interview an sich. Genauso. Ja, war eine interessante Sache, weil ja, man muss sich einfach mal ein bisschen damit befasst hat, warum man das überhaupt macht. Denn es ist ja schon eine Sache, wo man relativ viel Zeit reinstecken und ja, da habe ich gedacht, nutzen wir jetzt mal als erstes Thema, um das vielleicht mal so ein kleines bisschen auszudiskutieren und natürlich auch sehr auf eure Meinungen gespannt sind. Wie gesagt, das könnt ihr gern dann unten in die Kommentare reinhauen, lesen wir uns alles durch. Und ich habe mal gedacht, dass wir dann so folgenweise auch immer so ein kleines bisschen drauf eingehen. Warum lassen wir jetzt schon wieder? Weil ich gerade überlegt habe, wo der Josef jetzt gleich hinfährt. Weil er im Just Chatting hier mit dem Lenkrad auftaucht. Ja, vielleicht habe ich noch Frachten zu liefern in alle Herren Länder. Genau, wie gesagt, könnt ihr gerne eure Meinung dazu auch immer in die Kommentare schreiben. Und ich habe mir gedacht, dass wir zum Anfang von der nächsten Folge immer so ein bisschen auf die Kommentare dann eingehen und da vielleicht nochmal so ein bisschen drüber diskutieren. Wie lange der Spaß jetzt geht, wir haben uns eigentlich noch keine konkreten Vorstellungen gemacht, wie Kein die Plan, Sache kein hier Skript. abläuft, wie lange das geht, wie lange Nee. irgendwie, ob wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Weiß Deswegen es. ist heute einfach mal so ein bisschen Testphase, die erste Folge hier. Und ja, ihr beide habt ja quasi den Artikel auch gelesen, weil wir den ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben nach
Zeiten. Ja, wie denn eure Meinung so einfach dazu ist, zu dem, was so da geschrieben wurde. Scheiße, da fällt mir gerade auf, dass ich das Abo noch bezahlen muss. Ich habe ja ein Abo gemacht, gleich bei denen. Ich habe vergessen zu kündigen, wie immer. Siehst du, die Hackchain. Oh, da fällt mir eigentlich ein, das muss ich auch noch machen. Vor allem war ich schon ein bisschen erstaunt, dass da jemand aus von der Braunschweiger Zeitung kommt. Also das war schon... Ja, ich meine, klar, durch YouTube bist du halt nicht geografisch begrenzt, das ist schon klar. Aber trotzdem war das cool, fand ich schon. So. Ja, um vielleicht mal die Quintessenz doch ein bisschen rauszunehmen. Ja, wurden wir quasi gefragt, warum wir denn überhaupt Landwirtschaftssimulator spielen, wie wir denn da drauf kommen. Und ein großer Punkt war noch, warum wir Spaß dran haben zu streamen. Und ja, wir halt gesagt haben, geantwortet haben, dass uns vor allem die Interaktion mit den Zuschauern halt wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Weil davon abgesehen... Wenn du während des Zockens mit Leuten kommunizierst. Also, ja. Ich finde es einfach super gut. Ja, die drei zu dritt, das reicht halt einfach nicht mehr. Nee. Man braucht immer noch mehr, immer mehr. Ich meine, man muss vielleicht... Wir haben uns ja schon nicht mehr zu sorgen, siehst du ja. Das ist richtig. Man muss vielleicht mal ein ganz kleines bisschen weiter ausholen, warum wir überhaupt eigentlich dazu kommen, das zu streamen, beziehungsweise zusammen zu zocken, weil wir im Prinzip sehr gut befreundet sind und ich jetzt und aus dem gleichen dörflichen Umkreis kommen, sagen wir mal so, wo die Mieten übrigens am billigsten sind in ganz Deutschland, dann könnt ihr euch jetzt... Echt? Ne, Vogtlandkreis. Ja... Ja, siehst du, das kann ich mir vorstellen. Achso, ja, ich hab's nicht verstanden. Also, naja, jetzt ist er durch. Und ich dann weggezogen bin, ich wohne jetzt in Frankfurt, und das natürlich eine gute Möglichkeit ist, so halt noch zusammen Zeit zu verbringen, regelmäßig was zusammen zu machen. Genau, und ihr ja eigentlich schon viel eher... Also ihr ja schon eine Ecke vor mir zusammen Landwirtschaftssimulator. Ich schnell. Klar, du hast mit dem Josef. Doch, du hast mit dem Josef dann angefangen, online zu zocken zusammen. Ja. Und dann habt ihr mich dazu genötigt, quasi mitzumachen. Ja, genau. Wirklich? Ja. Ich habe kein Erinnerungsvermögen, also von daher. Und weil es der 17er war und der Josef schon seit er auf der Welt kam, glaube ich. Ja. Landwirtschaftssimulator spielt. Aber ich fand's doch eigentlich, also ich habe meine Erinnerung war, dass ich es doof fand eigentlich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand's zum Anfang eigentlich auch relativ doof. Ich hätte es eigentlich viel cooler gefunden, hätten wir andere Spiele, wie zum Beispiel, was weiß ich, Counter-Strike oder sowas, wenn wir gerade dabei waren, wenn wir sowas zusammen gespielt hätten. Oder auch, was wir halt damals auch sehr viel gezockt haben, gerade zu LAN-Zeiten war halt das Herr der Ringe und so. Das hätte ich eigentlich viel cooler gefunden. Ich dachte jetzt, du sagst Gene Rally. Aber Blobby-Wolle. Es ist dann halt zum Landwirtschaftssimulator gekommen. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, was mich dann halt mal interessiert, zockt ihr eigentlich noch so Einzelspieler Landwirtschaftssimulator, aber eigentlich auch bloß noch Multi, also bloß wir zusammen, ne? Also ihr habt da nicht irgendwie. Ich meine, für die Mod-Reviews Einzelspieler und halt irgendwelche Sachen teste, die ich umbaue oder so. Genau, ich habe im Prinzip eigentlich auch nur den einen Einzelspieler, den ich mal mit Solarflächen voll gekracht habe, um richtig Kohle zu machen, dass ich mal kaufen kann, was ich will. Das ist aber allgemein, glaube ich, bei Spielen mittlerweile so. Also wenn ich Zeit habe, mal an den Rechner zu gehen, dann ist es aber trotzdem so, dass ich irgendwie keinen Bock habe, wenn ihr nicht mitspielt. Ja, geht mir also. Also erstens habe ich nur Spiele, wir haben ja Survival-Spiele, spielen wir ja auch zu dritt. Und das alleine spielen macht keinen Fehls. Und ja, Landwirtschaftssimulator sowieso nicht. Finde ich, halt, meine Meinung. Ja, es ist halt... Alle, es ist halt die das alleine mögen. Ja, das, also ich meine, es gibt ja viele, die irgendwie so allein, auch wirklich so allein so XXL-Farmen spielen und da dann irgendwie so Timelapse-Videos und sowas draus machen. Oder auch Leute, die allgemein allein irgendwie so Farmen aufbauen oder wirklich von null. Halt ganz allein und da Videos draus machen auf YouTube. Muss ich auch sagen, kann jeder gerne machen, aber das ist so eine Sache, wo ich absolut keinen Spaß oder Elan dran hätte. Aber nee,
Muss, wie gesagt, jeder selber wissen. Das Einzige, was ich halt noch allein spiele, ist ETS. Mhm. Da fahre ich halt meine tausenden Kilometer. Aber ansonsten... Ja, was spiele ich alleine? Anno, aber das würde ich halt gerne mal zusammenspielen. Ja, das müssen wir mal gucken. Anno hätte ich vielleicht auch mal wieder Aufbauspiel. Ich muss allgemein sagen, dass ich mittlerweile irgendwie nicht mehr so viel Elan an irgendwie so krasse Blockbuster-Spiele oder sowas habe. Also ich spiele manchmal noch so gerne gute Story-Games, also so Walking Simulator-mäßig, wo halt wirklich eine coole, wo du halt so eine Geschichte entdecken kannst. Im Spiel, das mache ich ganz gern. Da habe ich auch einige Sachen hier bei uns auf dem Kanal schon gespielt. Und ab und zu halt mal noch ein Aufbauspiel, sowas wie Anno oder so. Und ansonsten halt eigentlich bloß Sachen wegen Multiplayer. Also, dass wir zusammen irgendwas zocken können, wie halt Mistrated oder halt eben Landwirtschaftssimulator. Ja. Genau. Oder The Forest, was wir auch mal kurz gespielt haben. Ja. Aber das war ja wirklich mal ein ganz kurzer Abschnitt. Ja. Übrigens, dass The Forest 2 soll rauskommen, ne? Bloß mal so am Rande. Genau, aber was ist denn jetzt, sagen wir mal, der Aspekt, der euch Spaß macht? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es euch wirklich auch das Spiel an sich mittlerweile Spaß macht, weil sonst wird man das, denke ich, nicht spielen, dann wird man wieder Miscreate oder sowas spielen. Was ist denn der Punkt, warum ihr Spaß dran habt am Landwirtschaftssimulator? Oder was der Reiz da ausmacht? Ganz klar, dass man halt sterben kann und immer einen Josef suchen muss, wenn man neu anfängt. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ja. Weil da spart man sich doch Stunden. Wenn ihr wissen wollt, auf was das anspielt, könnt ihr gerne mal die Miscreated Livestreams bei uns auch auf dem Kanal angucken. Es gibt ja mal so Menschen, die nur in Unterhose rumrennen. Ja, und das ist richtig schlimm. Genau, das kann man auch nicht machen. Ja. Von daher. Sehr gut. Dafür gibt es jetzt einen Cowboy-Hut. Ich finde halt allgemein solche Koop-Sachen irgendwie geiler, wie halt, wenn du jetzt gegeneinander zockst. Das ist halt irgendwie. Bietet sich eine Form an, muss man ganz klar sagen. Ja, absolut. Weil wenn du da gegeneinander arbeitest, das ist doof. Also geht auch. Ja, gut, der eine sät und der andere genau fliegt alles unter. Das geht nicht. Alles machbar. Ja, aber ja, das ist halt so. Genau. Ja, und das Landwirtschaftssimulator ist eigentlich nur das, was Landwirtschaft ist, was Spaß macht wahrscheinlich sogar. Das ist, dass man eigentlich alles machen kann. Das hat man jetzt bei der Mod-Vorstellung erst wieder. Wir haben jetzt das Sägewerk gemacht. Genau. Von der Alice Mod Company. Die haben mit so viel Liebe da so ein Ding hingezimmert. Das ist echter Wahnsinn. Und das hat jetzt, glaube ich, auch gar nicht viele Downloads. Das hat jetzt nach 5 Tagen oder so 200, 250. Mhm. Aber da kannst du dann dich nur mit Holz beschäftigen. Du musst gar nichts mit Landwirtschaft in dem Sinne zu tun. Wollte ich gerade sagen, das ist halt das Schöne am ES, dass du wirklich vieles machen kannst. Du kannst Holz machen, du kannst farmen, du kannst, wie man jetzt zur Zeit in der Mine rumbuddeln. Das ist halt inzwischen eigentlich im Prinzip so ein. Ja. Es ist ja auch genau der Punkt, was ich auch schon mal erzählt hatte. Ich hatte mir damals für die PlayStation den Forstwirtschaftssimulator gekauft. Ja. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, das war ein okayer Forstwirtschaftssimulator, aber du konntest nichts anderes machen. Und im Landwirtschaftssimulator hast du einen geilen, richtig geilen Forstwirtschaftssimulator dazu und halt noch alles andere, was du dir vorstellen kannst. Also, ja, da ist halt der Forstwirtschaftssimulator, den es ein Spiel als sich gibt, beschissener als der Forstwirtschaftsteil, den es im Landwirtschaftssimulator einfach mit dazu gibt. Das stimmt. Und du musst halt sagen, es ist eine super geile Mod-Community. Das musst du halt echt sagen. Du findest ja eigentlich inzwischen alles, was das Herz begehrt. Ja, und was ich halt auch cool finde, du kannst halt eigentlich auch jeden fragen. Du kannst unter jedes, jedes Video, du kannst in jedes Forum reingehen und eine noch, in Anführungszeichen, so dämliche Frage stellen. Du bekommst da wirklich eine Antwort drauf, wo die Leute wirklich helfen wollen, dass die Spaß dran haben, anderen zu helfen, dass die gerne helfen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auch zum Spielspaß dann insgesamt mit beiträgt. Absolut. Ja? Das stimmt. Was ist denn vielleicht so ein Punkt, was ihr gern im Landwirtschaftssimulator mal noch machen würdet? Oder also irgendwelche speziellen Projekte oder würde sagen, auf der Map
das würde ich, die würde ich gerne mal noch groß spielen, oder ich würde mal gerne so, so wirklich realistisch von null irgendwie aufbauen oder irgendwie so, so Projekte, sowas. Oder wo er sagt, ich würde mal gerne wieder so, ich würde mal gerne so eine ganze Karte abholzen oder also irgendwie sowas. Also, nee, eigentlich nicht. Das ist, was jetzt zurzeit sehr viel Spaß macht, ist halt die Mods auszuprobieren. Ja. Das ist jetzt was, was, wenn man Zeit findet, um die ganzen Sachen erstmal durchzuforsten, da kommen ja täglich, was weiß ich, wie viele Mods dazu, und dann erstmal durchzugucken, was, was kann man machen, genau, was will man machen. Zu dem Punkt muss ich sagen, wenn ich mein Browser aufmache, ja, ich nutze Google Chrome hauptsächlich als Browser, und den halt quasi wieder erstellt, dann sind es, glaube ich, aktuell 72 Tabs, die aufgehen, wo ich mal halt einfach irgendwelche Mods, weißt du, gehst durch irgendeine Mod, durch irgendein Modportal und siehst halt neu aufgemacht, im neuen Tab aufgemacht. Ja, es ja, gibt genau. einfach, es gibt einfach mittlerweile so viel geilen Scheiß dafür, was du, also wo du Ideen hast, was du einfach damit machen könntest, wie du sagst. Ja. Ich bin nebenbei ja gerade auf der Mod-Seite, das ist so geil von heute. Heute kam einfach nur meine Fußmatte. Okay. Es gibt, ich habe es letzte Mal auch gesehen, dass es wirklich so also Kaffeemaschinen und Kaffeetassen und Bildschirme, also Fernseher gibt, die du dann wirklich in ein Haus, wo du dir wirklich ein Haus richtig einrichten kannst und so, die du dann auch wirklich bewegen kannst und anstellen kannst und irgend sowas. Und schon denke ich, also, das ist schon richtig krass. Ja, wobei ich auch sagen muss, dass man ja gerade, also gerade Josef und ich ja auch angefangen haben, selber ein bisschen immer so ein bisschen zu basteln. Ja. Und das halt vielleicht noch ein Punkt ist, den ich ganz gerne machen würde, halt mehr, vielleicht mal noch so ein bisschen mehr mit angepassten Mods, also für uns wirklich angepassten Mods auf unsere eigene Karte nochmal spielen. Genau. Und vor allem die Karte, wie ich sie aufbaue, halt wirklich klein, also klein halten, dass man zum Beispiel auch, was ich zum Beispiel machen will, ist, dass man zum Beispiel Rasen mäht mit einem Balkenmäher und gar nicht, nicht mal mit dem Traktor anfängt, sondern wirklich halt mal so ein Projekt macht, wo man wirklich so kleine Oldschool-Traktoren und sowas oder Maschinen und sowas benutzt. Eichler. Zum Beispiel. Und dann wirklich auch vielleicht bloß einen Kuhstall hat, wo man bloß 10 Kühe hat und da halt wirklich Milchkannen einzeln tragen muss oder einzeln befüllen muss und sowas. Da hätte ich zum Beispiel nochmal vielleicht ein bisschen. Genau, das war ganz witzig. Also im Prinzip so ein bisschen zurück in die, sagen wir mal, 20er Jahre oder sogar um 1900 so. Ja, irgendwie sowas. Technik her. Oder so eine Alpen. Genau. Ja. Wo du gerade so ein Lanz Bulldog oder irgend sowas, so einen alten kleinen Trecker hast, wo du im Offenen sitzt und dann ein bisschen durch die Gegend ackerst. Genau. Ja. Das ist ja im Prinzip ja sowas, wie ich die Map aufbauen will. Die ich gerade baue. Ansonsten gibt es natürlich so noch haufenweise Sachen. Ich meine, wir spielen ja im Normalfall die Hof Bergmann. Die hat ja jetzt gerade wieder ein neues Update rausgebracht. Und da gibt es wieder einen neuen Stadtteil und Imkerzeug und was weiß ich unter Kuckuck und neue Schlauchsysteme und neue, ich glaube, Apfelplantagen und sowas mit anderen Wachstumszyklen und sowas. Und dabei haben wir in der letzten noch nicht mal alles. Ich meine, man muss mal ganz, ganz ehrlich, wisst ihr noch ungefähr, wann der LS19 rauskam? Im Oktober 18. Im Oktober 18. Wir haben Oktober es von oder, da, oder November. Ich meine, man muss ja einfach mal überlegen. Wir haben das von da bis jetzt ja noch nicht mal geschafft. Wir hatten noch nie Ziegen. Wir hatten noch nie Schweine gehabt. Bis auf das Kleine, was das Lukas mal gekauft hat. Ja. Wir hatten noch nie Enten gehabt. Nee. Wir haben Schaf. Wir haben noch nie Baumwolle gemacht. Wir haben noch nie Zuckerrohr gemacht. Wir haben noch nie Kartoffeln gemacht. Wir haben noch nie Kartoffeln gemacht im LS19. Stimmt, das haben wir im 17er mal gemacht. Ja. Wir haben wie gesagt, jetzt sind noch die Imker-Sachen dazugekommen, die wir sicherlich auch mal ausprobieren möchten würden. Wir haben jetzt gerade mal beim letzten Update sind wir so weit gekommen, haben gerade mal so weit gespielt, dass wir es geschafft haben, dass wir das erste Mal ein Feld ernten konnten. Und müssen jetzt im Prinzip schon wieder bei Null anfangen, aber Josef hat Gott sei Dank umgebaut, Spielstand umgebaut, in mir voller Kleinstarbeit. Mal gucken, wie weit das funktioniert. Das sollte eigentlich laufen, denke ich. Ja, das muss man sich halt einfach mal, es gibt halt, das ist halt das Krasse, es gibt halt so viele
so viele Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich habe ja noch Brot gemacht auf der Fünferparkbahn. Ah ja, Brot, stimmt. Wir haben noch nicht mehr Brot gemacht. Da kommen wir bei der letzten Brot neu dazu. Ach so. Das haben wir schon einmal gesehen. wir waren noch nie in der Mühle, wir haben noch nicht mal Mehl gemacht, das gibt es ja schon seit dem vorletzten Update. Eben, also Wahnsinn. Gut, ging ja quasi auch nicht, weil wir nie, weil wir das letzte Mal geerntet haben. Weil wir immer beschäftigt seid, im Ifka sein Auto zu klauen. Ja. Bei der Ursel unter den Rock zu gucken. Ja, es gibt jetzt viele Maps, die Blitzer haben und irgendwie Action, also Szenen. Ja, da bin ich immer gespannt, wie das funktioniert. Wo wirklich Live-Events stattfinden, wo irgendwie mal Straßen gesperrt sind, Baumfällarbeiten stattfinden, irgendwie, was weiß ich, gerade eine Rettungsaktion. Ja, hallo? Passt wieder. Bin ich wieder normal im Ton? Ja. Ja. Gut. Wo waren wir denn jetzt? Hat sich also jetzt jemand gemeint? Weil du nebenbei immer so viel Bumser anguckst. Ja, sorry, ich hab jetzt mal hier ein bisschen abgeschalten. Hat sich. Ich hatte jetzt mehr. Ich hab's geschafft, ein Feld abzuernten. Ich hatte 8 Chatterbait-Streams auf, deswegen. das habe ich gerade gesagt, dass ich das mit dem Verkehr so beschissen finde. Dass das so statisch ist. Und wie gesagt, beim ETS gibt es seit einigen Updates jetzt auch diese Live-Events. Und das macht die ganze Sache wesentlich lebendiger. Ja. Weil du halt nicht weißt, was, wie, wo, wann passiert. Das stimmt. Das ist allgemein ein Punkt, den ich immer ziemlich cool finde, wenn halt wirklich ein bisschen Action, also Action genau. auf der Karte ist. Das macht's genau. halt einfach viel realistischer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich lieber die etwas kleineren Karten spiele als die 4-fach- oder 8-fach-Maps, ja. weil du einfach einen höheren Detailgrad hast. Und das ich da einfach so. Viel mehr Spaß dran habe. Ich habe sowieso Riesenspaß dran, so Maps, also neue Maps zu erkunden, Maps, die gut gemacht sind, zu erkunden, da wirklich Zeit reinzustecken, weil ich das einfach wirklich schön finde, da irgendwie so in diesen Mikrokosmos einzutauchen, wo sich halt auch Leute, sagen wir mal, Gedanken gemacht haben, da irgendwie was zu platzieren, irgendwas halt zu bauen und sowas und das halt zu entdecken, zu erkunden. Und ja, das stimmt. Ja, ist wirklich eine Sache, die mir viel Spaß macht, deswegen mache ich eben auch diese Map Reviews bei uns auf dem Kanal wirklich sehr, sehr, sehr gern. Und das ist ja schon ein Ding von der Bergmann im Prinzip, dass die ja aus der Felsbrunnen echt noch viel rausgeholt haben. Ja. So. Das stimmt. So, ja. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass diese Standard-Maps beim 19er aber schon definitiv besser waren als die vom 17er. Fall. Zum Anfang haben wir ja noch geschimpft über 19er, dass das gar nicht eigentlich so sehr viel besser ist. Ne? Ja, ja. Aber dann, wo man mal wieder zurück ein Stück gespielt hat und dann das wieder zurück den mal angeguckt hat, hat man doch schon ganz schön Unterschied. Ja, ja. Weil ich habe letztens auch gesehen, einen Stream, wo einer wirklich ernsthaft einen LS17-Stream gemacht hat. Da gibt's, habe ich heute in der Gruppe, in einer Facebook-Gruppe erst wieder gehabt, hat einer gefragt, ob jemand noch 17er spielt. Da haben übelst viele drauf geantwortet. Ja. Mit ja, ja, mach mal und. Da gibt es auch noch viele geile Mods, die es halt im 19er nicht gibt anscheinend. Und gibt es schon noch eine Community dazu. Ja, auf jeden Fall. Naja, gut. Dann vielleicht noch ein Punkt, den ich damals gesagt habe, allgemein mit diesen, also haben wir jetzt im Prinzip auch schon ein kleines bisschen mit angeschnitten, mit diesem der LS19 so als, ja, wie soll man es denn sagen, so Modellbaucharakter, halt irgendwie so, was man halt früher wirklich so Modell gebaut hat, physisch, diese ganze Sache jetzt einfach so übertragen ins Virtuelle, was für mich auch noch einen ganz großen Reiz ausmacht, eben dadurch, dass man viele Mods selber bauen kann, dass du im Prinzip alles findest, was du dir irgendwie vorstellen kannst und dir halt da so deine eigene kleine ist ja nicht mehr Landwirtschaftswelt, sondern wirklich eine richtige Welt erschaffen kannst. Was ein Punkt ist, den ich ganz cool finde. Ja, du kannst doch jetzt Straßen bauen. Ja. Du kannst Feuerwehr spielen. Ja, du kannst das ist der Punkt, genau, den wir vielleicht mal noch kurz anschauen. Ist das was, so Roleplay, sowas im LS, was euch
Spaß machen würde oder wo ihr Lust dran hättet, sowas zu machen? Also jetzt mal irgendwie auch so dann so Feuerwehreinsätze nachzustellen oder irgendwie sowas. Also mal, keine Ahnung, dass irgendwie ein Baum auf ein Auto gekippt ist und man das oder auf einen Traktor gekippt ist und man den freischneiden, also man der Feuerwehr ausrücken muss und den freischneiden oder irgendwie sowas. Ja, finde ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so geil. Also nicht so, dass ich das jetzt mal unbedingt machen müsste. Ja, also das würde ich jetzt auch nicht. Ich habe es nie gemacht. Von daher, wenn man es vielleicht probiert, findet man es vielleicht geil, aber so ja. Jetzt von. Also, meinst du jetzt so richtig geskriptet oder was? Oder schon eher. Schon. Also sagen wir mal schon geskriptet. Also jetzt erstmal so. Ja. Wirklich so Sachen, so Szenarien, so durchgeskriptet. Jeder hat seine Rolle und muss irgendwie so das nachspielen oder halt so handeln, wie er würde in seinem Charakter. Hätte er kein Interesse dran, sowas zu machen. Ich meine, es gibt ja viele, die das machen und auch viele, die da die man da könnte Spaß sich da ja mal ein Konzept überlegen. Wenn das, ich sag mal so, wollt ihr das sehen, Community? Können wir das ja mal machen. Ausprobieren kann man alles, außer irgendwas also, mit. Ja, bloß ich wollte uns jetzt nicht dahin drängen. Ich meine, ich bin da auch prinzipiell nicht der allergrößte Fan. Also was heißt, ich bin kein Fan davon. Ich finde es schon ganz lustig, wenn das Leute machen. Ich guck's mal, wenn es gut gemacht ist, auch mal ganz gerne an, weil das teilweise auch lustig ist. Das stimmt. Und man halt da wirklich, das halt ein Paradebeispiel ist davon, was man im LS alles machen kann. Aber ich glaube, ich bin da halt nicht so. Ich kann sowas, also wenn ich jetzt sowas machen müsste und so im Charakter drin bleiben, ich glaube, ich könnte halt nicht ernst werden. Das wird bei uns halt, glaube ich, lustig. Das wird bei uns halt albern, wenn wir sowas machen. Das muss man im Vorfeld durchspielen. Wahrscheinlich. Wir haben es ja im Prinzip auf der Mining schon so ein bisschen probiert, dass wir zum Beispiel ja nochmal durch die Autos springen und so. Ja. Das ist. Ja aber übrigens gibt es auch einen Mod dafür, ne? Dass du das Durchtab. Mod, dass es quasi gesperrt ist. Weil ich muss ganz. Ja, Andis Durchtab-Mod. Andis Durchtab-Mod. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es doch ab und zu passiert. Aus Versehen auch. Immer. Weil du auf Q, wenn du halt auf Q irgendwie oder was, dass du halt mal schnell auf Tab kommst. Und dann bist du zack, halt, musst du wieder durchspringen. Es ist halt super schwierig, das hinzukriegen, ohne dass du hier stundenlang über die Map eierst. Ne? Ja, das ist schon ein Punkt. Ein kleiner, klitzekleiner Punkt, ne? Einfach, dass du sagst, du springst halt nicht von Auto zu Auto mit Tab. Oder was es halt adäquat auf dem Joypad dann ist. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich nicht so. Wenn du das schon weglässt, was das für einen Unterschied beim Spiel macht. Ja. Du musst halt wirklich überlegen vorher, wo du Autos hinstellst. Und das wäre zum Beispiel schon ohne den Beifahrermod, den wir ja drin haben, wäre das gar nicht möglich. Wäre das eine unmögliche Sache. Ja. Weil du würdest stundenlang nur über die Karte rennen. Ja. Und da musst du halt wirklich schon überlegen, wo du halt welche Autos hinstellst. Also das ist schon logistisch dann ein komplett anderes Spiel. Einfach wenn du dadurch sagst, wir wollen nicht mehr durch die Autos springen. Also wir teleportieren uns nicht mehr zu den Autos. Oder teleportieren uns allgemein nicht mehr irgendwo hin. Ja. Das ist halt krass. Wenn das dann mit allen Autos funktioniert, dass du da Mitfahrer sein kannst, wenn der Josef da viele umgebaut hat. Ich habe jetzt auch den Absetzkipper schon umgebaut, das funktioniert jetzt auch seit gestern. Ja, ansonsten ist es dann immer noch eigentlich noch schwieriger, weil du überlegen musst, den können wir nicht nehmen, weil da kann nur einer fahren und den können wir nehmen, da können drei fahren. Genau so. So geht es dann schon einfacher, wenn du überall drei jetzt zum Beispiel mitfahren kannst. Ja. Mitfahren können. Was ich vielleicht noch schon mal machen würde, ist mit vielen Leuten zu spielen. Das wäre immer ganz lustig. Mhm. Also quasi, dass wir einen Hof haben und dann halt ordentlich bewirtschaften. Also meinst du jetzt, dass wir zusammen auf eine große Karte gehen und wir da unseren Hof haben und andere Leute ihren Hof haben? Oder dass wir einfach von uns aus mit einer Karte spielen, wo halt, sagen wir mal, Community-Leute von uns mitspielen? Also eigentlich habe ich jetzt eine Community-Runde gemeint, aber andersrum ist eigentlich ja ganz lustig, also auf einen anderen Server zu gehen. Ja. Also die Community-Sache, die steht ja sowieso noch aus, das haben wir ja eh mal vorgehabt. Ja. Das haben wir bloß bis jetzt noch nicht richtig hingekriegt, weil wir halt auch noch keine richtigen festen Zeiten hinkriegen. Das ist halt das Problem. So ein bisschen im Moment. Deswegen, nichtsdestotrotz, wenn ihr das jetzt hier seht und Lust habt, mal mit uns zu spielen, gerne in Discord kommen, in Discord schreiben, uns im Discord anschreiben und irgendwie lässt sich da auf jeden Fall mal was machen. Ja. Das sollte gar kein Problem sein. Das wäre so schön. Dass man den Server einfach immer so laufen lässt, dass da alle drauf spielen können, wenn sie wollen. So zum Beispiel.
Verrückt. Dann dürfen wir unsere Zeichen immer eingehen. Dann tun wir nur noch Mining und Construction. Ich habe ja teilweise schon unseren Spielstand immer auf einen anderen Slot gelegt und den immer offen ohne Passwort laufen lassen. Aus nichts passiert. Aus nichts passiert. Ja, es ist glaube ich, auch unwahrscheinlich. Weil das ist halt auch der Punkt. Jeder, der Multiplayer spielt, hat halt irgendwo eine eigene Map oder hat eine Map von einem Kollegen, wo er halt mitspielt oder von Freunden. Genau. Niemand geht jetzt, glaube ich, mal in Multiplayer, öffnet einen Multiplayer und guckt, wo spiele ich denn heute mal? LS. Und es hieß gestern Abend, wo ich geguckt habe, da waren allein auf dem deutschen Server 5.500 Server gewesen. Alter. Naja. Das ist krass. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, vielleicht das mal dazu. Da haben wir den ganz guten ersten Einstieg zu unserer LS-Talk-Runde gemacht. Wie gesagt, könnt eure Meinungen, eure deepen Feelings gerne unten in die Beschreibung hauen. Wir lesen uns immer alles anständig durch und probieren auf Sachen, die wir beantworten können, auch. Hast du gerade gesagt, in die Beschreibungen hauen? Ja, ich meine in die Kommentare. Habe ich Beschreibungen gesagt? Ja, in die Beschreibungen unten fang ins Kommentar. Wenn er das schafft, dann kriegt er ein Abo und ein Ei. Wir hauen mal noch zumindest unser Interview rein und auch mal einen Link zu dem Zeitungsding, ob der dann irgendwann, wie gesagt, müsst ihr ein Abo abschließen, ist kostenlos die ersten Tage, dann könnt ihr es wieder löschen, wenn ihr euch mal den ganzen Artikel durchlesen wollt. Oder vielleicht kriegt man den auch so mal mit rein. Müssen wir mal schauen, vielleicht lässt sich da noch was. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob wir den einfach auf unsere Seite setzen dürfen. Das ist schwierig, sowas. Das interessiert doch eh niemanden mehr nach. Ansonsten. Was mal in der Zeitung stand. Auch wenn ihr Ideen habt, was wir mal noch so uns philosophieren können, wenn ihr mal unsere fachmännische Expertise dazu hören wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare hauen. So ist es. Ja, dann schreibt uns geile Mods in die Kommentare, die man mal testen kann, die ihr super gut findet. Geile Mods. Da muss man nicht immer erst uns was raussuchen und beziehungsweise finden wir dann immer zu viel. Wenn wir dann sehen, dass ihr irgendwas schon sehen wollt, dann können wir das ja machen. Geile Mods, geile Maps. Was ihr cool findet, immer noch kommt. Wobei, da habe ich schon einen ganz guten Rücklauf im Jahr jetzt bei Maps. Da haben wir schon einige Leute coole Sachen geschrieben, die ich mir definitiv angucken werde. Aber ich bin ganz ehrlich, ich komme leider nicht zu mehr als das einmal in der Woche, mir so eine Map anzugucken, weil es ist halt, das ist halt so ein Video, das geht 20 Minuten oder sowas, aber es steckt halt ein kleines bisschen mehr Arbeit als die 20 Minuten, dann mal mit dem Traktor über die Map zu fahren. Haben sie selbst in der Corona-Zeit nicht geschafft, öfter zu streamen. Es frisst einfach alles wahnsinnig viel Zeit, sowas. Viel Arbeit, die viele Leute nicht sehen. Gut, dann soll es mal vielleicht jetzt für die erste Runde sein. Hat eigentlich irgendjemand eine Ahnung, wie lange das jetzt hier geht? Ich habe meine Uhr zu spät gestartet. Es geht auf jeden Fall länger als 20 Minuten. Ich glaube, mehr als eine halbe Stunde. Ja. Also 35 Minuten ungefähr. Okay. Naja, ist ja. Also ich würde sagen, wir liegen gut. Nur Zeit. Denke ich auch. Wird sich hier jemand komplett angucken. Mal gucken. Ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, in welcher Form. Also es wird auf jeden Fall so als Video in unseren Dingsbums erscheinen. In unserem Kanal YouTube, wisst ihr schon, wie das, ne? Ja, YouTube Dingsbums. Das darf man halt ja immer so machen. ob wir es vielleicht noch irgendwie als Podcast Soundcloud raushauen oder mal gucken. Clown Sound. Muss mal gucken. Oder wie auch immer. In dem Sinne, wenn ihr das hier cool findet, kauft unseren Merch. Kauft den Scheiß. Oder die Mütze da drüben oder das da hinten, das ganze Zeug im Regal. Kauft den Scheiß. Lasst eure Katzen kastrieren. Und kauft vielleicht. Kauft vielleicht auch ab und zu mal nicht die billigen, sondern mal ein paar Bio-Eier, damit es allen geholfen. In dem Sinne. Ciao, Leute. Macht's gut. Kann ich jetzt. Ist aus? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Du musst drücken. Warte mal, da muss ich mit meiner anderen Hand. Ich glaube, ich bewege mich zu doll.